Die Spuren verraten es. Der Tiger ist vermutlich eine Katze. Polizei, Gendarmerie, Feuerwehr und Experten hatten bei Paris über 24 Stunden nach dem freilaufenden Tier gesucht. Es sei ausgeschlossen, dass es sich dabei um einen Tiger handle, so die Präfektur des Departements Seine-et-Marne. Das Tier sei sicher auch kein Luchs. Die Sperrung einer Autobahntankstelle wurde aufgehoben. In der Nähe hatte man Spuren gefunden. Gesehen wurde das Tier aber nicht, sagt er. Gefährlich sei es vermutlich nicht. Die Jagd hatte am Donnerstagmorgen begonnen, nachdem eine Frau den vermeintlichen Tiger aus sicherer Entfernung von einem Supermarktparkplatz aus abgelichtet hatte. Schulen wurden überwacht. Die Angst vor dem Tiger versetzte die Region einen Tag und eine Nacht in Aufregung. Ich bin entspannt, sagt sie, aber mein kleiner Junge hatte Angst. Er hat nicht gut geschlafen, hatte Albträume. Ja, ich hatte Angst, so auch dieser Junge. Woher das Tier kommt, ist bisher nicht geklärt. Wenn es geschnappt wird, hätte es jedoch schon ein neues Zuhause. Ein Pariser Zirkus bat an, das Tier aufzunehmen. Dort könnte es dann auf echte Raubkatzen treffen.